Podcasts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Wo sollen wir jetzt hin? Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet-Schiff und es setzt seine Waffen ein. Was eh? Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Ich wollte nicht aufstehen. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Bisschen schlecht. Wo ist der andere? Hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage
auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Wie loote ich das denn jetzt? Bin da. Die Steuerung ist echt schwierig und ich muss sagen, ich habe ein Problem damit. Ich weiß, wir sind im Weltall und wir sind schwerelos, da gibt es eigentlich kein Oben und Unten. Aber das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich muss in meinem Kopf wissen, wo oben und wo unten ist. Und wenn ich mich dort ringsrum drehe, wird mir einfach nur schwindelig. Was sollte ich jetzt machen? Hab's vergessen. Tab habe ich gemacht und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Ich habe Tab gedrückt. Ich weiß bestimmt, welche Quests. Kurs festlegen. Ah, das ist die Sternenkarte. Also durch den Weltraum, zoome heraus, um das gesamte Sternsystem zu sehen. Zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, indem du das Sternsystem auswählst, zu dem du reisen willst. Dein Schiff kann nur begrenzt viele Lichtjahre auf einmal zurücklegen. Du musst also unter Umständen zuerst einem anderen, naheliegenden Stern springen, um weiter entfernte Sternsysteme erreichen zu können. Wo sollen wir hin? Hab's gefunden. Der Sound. Okay, es speichert gerade wieder. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Drücke Tab, um das Startmenü zu öffnen. Du kannst auf die Sternenkarte zugreifen. Schon wieder? Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Okay. Ich wollte gerade sagen, sag nicht, dass jetzt hier der nächste Soundbug ist. Was habe ich eigentlich alles so in meinem Inventar? Ach hier, 65 von 145. Ja, da passt ja noch ein bisschen. Ja, die ist ja viel besser.
Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte eine Fernkampf- und eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Kannst mit B Favoriten festlegen und mit Q dann die Favoriten auswählen? Und mit welcher Taste? Also warte. Wie komme ich jetzt auch mit B? Wie komme ich jetzt hier an das Waffenrad? Wenn ich hier bin? Ach, mit Q hast du ja schon geschrieben. Oh. Das ist natürlich... Das ist gut. Wir sollen uns um den Captain kümmern. Vasco. In Scanner zufolge liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Lass uns Ausrüstung tauschen? Hä? Ach, da Susi. Ja, mal gucken. Ein paar Minütchen mache ich bestimmt noch. Wir waren ja doch sehr lange im Charaktereditor. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht 2? In die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Ich nehme ihnen gerne was ab. Hä? Hä? Ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. Oh. Der ist mein mobiles Inventar. Das ist ja interessant. Du kannst zum Beispiel das nehmen. Das nehmen.
Kartendeck ist viel wert. Der kann für uns Sachen tragen. Cool. So. Ihr böse, ihr gut. Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Wieso kann ich das nicht weiter scannen? Sound ist mal wieder weg. Es speichert gerade wieder. I love it. Hä, wieso? Aber wieso ist der erst 13%? Was ist dein Eindruck bisher? Ja, bisher erinnert es mich stark an No Man's Sky. Also, abgesehen von der Story. Aber das Fliegen im Weltall, wie gesagt, das finde ich schwierig. Weil mir der einfach schlecht wird. Ansonsten... Ich habe jetzt ja noch nicht so viel gespielt, tatsächlich. Ich habe sehr viel Zeit im Charakter jedoch verbracht. Das Eisen. Wir erstmal alles mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Was ist das hier? Das da kann ich scannen. Es ist immer nur 13% gescannt. Warum ist es 13% gescannt? 13, das neue 100? Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Ach, das ist eine Alien-Kreatur. Oh, Moment. Ich dachte, das ist ein Baumstumpf oder so. Ich verstehe das nicht mit den 13%. Versteht ihr das, Chat?
gut, 13%. Na hier. Wenn ich den jetzt hier scanne. Da steht dort rechts, Creed Pirschjäger, 13% gescannt. Dies mit den 13% ist aber bisher bei allem gewesen, was ich hier gescannt habe. Warum nur 13%? Warum nicht 100? Ich habe den doch zu 100% gescannt. Oder Anzeigefehler? Ich weiß halt nicht so genau. Was ist das da oben? Oder da? Was zu scannen? Leuchtet hier noch was blau? Was denn du? Stellst du denn dich immer vor mich? Kann ich das eigentlich kaputt hauen? Hier, stopp, wurde 13% gescannt. Warum 13%? Ah, ich muss die einfach mehrmals finden. Dann kann ich die nochmal scannen und dann habe ich 25%. Anscheinend. Was zeigt es mir denn hier mal an? Und. Okay. Alles voll viel wert. Ich hoffe, ich kann das irgendwann alles verkaufen. Weißt du, Vasco, du stehst mir immer ein bisschen blöd im Weg.
alles noch gebrauchen. Bin ich mir sicher. Einfach Geld gefunden? Ich muss jetzt sagen, hier drin erinnert es mich ein bisschen an Alien Isolation. Nur, dass wir hier kein Alien dabei haben, hoffe ich. Ach, meine HDD. Brauch noch einen Moment, Sound ist gleich wieder da. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Schlechte Leute, schlechte Witze? Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Hä? Klopf, klopf, wer ist da? Planet, Planet, wer? Planet ihr eine Party? Oh, halt. Sagt ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau. Ich wurde angeheuert, um dich zu töten und ich erledige immer meine Jobs. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Wie kriegt man einen Freestar Collective Hinterwäldler vom Baum? Man winkt? Oh, Brettspiele mitnehmen. Witze waren ja der Wahnsinn. Omega, die letzten Tage der Erde. Soll ich das vorlesen? Na, das ist ja lustig. Ja, oder? Nee, das ist jetzt nicht vor. Das ist ja nur irgendeine Geschichte. Taschentücher wären auch gut für unterwegs. Ich hasse. Kann ich nicht looten. Vasco, ey. Vasco immer im Weg. Das ist viel wert. Das Schwerkraftparadigma. In Wirklichkeit könnte das, was unsere Wissenschaftler damals nicht wussten, Bände füllen. Der Fokus lag natürlich auf Wurmlöchern, und zwar nicht nur hinsichtlich des Erzeugens, sondern auch der Beibehaltung einer stabilen Einstein-Rosenbrücke. Das war das Ziel, der Endpunkt. Niemand hatte auch nur in Erwägung gezogen, dass es vielleicht erst der Anfang wäre. Wenn wir die heutige Graph-Antriebstechnologie betrachten und sehen, mit welcher Leichtigkeit wir den Raum falten und in Sekunden Lichtjahre zurücklegen, kann man schnell vergessen, wie unmöglich das von uns Erreichte eigentlich war. Dr. Josephine Inatos bahnbrechendes Werk geht über 535 Seiten weiter und wurde zum meistbeachteten Text über Graphantriebe und Graphsprünge aller Zeiten. Gut. Hier die großen gelben Kisten, da ist immer Geld drin. Ist jetzt eingeklemmt. Oh Gott. Moment, was bist du? Wurde
beschädigt. Ja, wenn du mir einen Weg läufst, Vasco. Wurde beschädigt. Ja. Er ist aus dem Weg. Was ist das? Sie wollen mich töten. Doch streng genommen lebe ich gar nicht. Ach, weißt du, Vasco, wenn du jetzt hier anfängst, rumzuheulen, dass ich dich töten wollte, wenn du mir einen Weg rennst, kann ich nichts dafür.